Okay, ja, vielen Dank. Es ist ganz besonders toll, hier in diesem schönen Planetarium einen Vortrag geben zu dürfen. Da fangen wir direkt auch an. Und zwar, die Idee ist, da ich etwas erzähle über Erosita, nochmal ganz kurz wiederholen, was Erosita denn ist. Und dann gehen wir aber auch schon zu den ersten Resultaten von Erosita. Und zwar insbesondere in Bezug auf Galaxienhaufen. Und Galaxienhaufen sind halt das Instrument, mit dem wir auch versuchen werden, mehr über die dunkle Energie zu erfahren. Deswegen geht es halt auch insbesondere um Galaxienhaufen erstmal. Und dann versuche ich auch noch anschaulich darzustellen, wie wir denn hoffen, Einschränkungen an die Natur der dunklen Energie erreichen zu können mit diesen neuen Daten. Und ich werde auch versuchen zu erklären, was das mit den 7 auf einen Streich zu tun hat. Manche von Ihnen können sich vielleicht noch daran erinnern, vor 2,5 Jahren ungefähr ist Erosita gestartet worden als Hauptinstrument des SRG-Satelliten und das wurde auch dann ZDF, ARD gezeigt. Und was mich halt direkt etwas gestört hat, waren diese grünen Strahlen hier, weil ich meine, als Laie und man hört mal ein Röntgenteleskop, könnte man ja denken, das sendet irgendwie Röntgenstrahlen aus und dann nimmt man so eine Fotoplatte hinter die andere Galaxie und macht ein Bild dann von der Galaxie. Aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern also Erosita sendet keine Röntgenstrahlen aus, sondern fotografiert Objekte im Universum, die selber Röntgenstrahlen aussenden. Und ich glaube, ich weiß aber, wieso diese Strahlen da rein transportiert worden sind und da werde ich auch noch versuchen, das zu erklären. Dann gab es natürlich auch ein paar Nachrichten darüber, wo etwas mehr darüber berichtet wurde, als die ersten Daten gesendet wurden. Da ging es um grün schimmernde Galaxienhaufen und da werden wir dann auch noch mal drauf zurückkommen, was das denn wohl ist. Aber erst noch mal kurz, was ist denn Erosita? Und wir gehen jetzt kurz noch mal Zeit, so chronologisch vor hier 2016, als Erosita noch am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching stand. Also man sieht 7 Spiegel und deswegen 7 auf einen Streich. Jeder von diesen Spiegeln funktioniert, das werden wir gleich noch in Animation sehen, ganz anders als ein normaler optischer Spiegel. Und der Grund dafür ist, dass die Röntgenphotonen ungefähr 1000-mal energiereicher sind als die optischen Photonen. Die würden normal in einem normalen Spiegel bei so einer Reflexion einfach im Spiegel stecken bleiben oder vielleicht sogar hindurchgehen. Deswegen geht das so nicht. Tatsächlich, Konrad Röntgen selber hat geglaubt, dass es niemals möglich sein wird, ein Röntgenteleskop zu konstruieren oder ein Röntgenmikroskop. Aber hat halt geklappt. Gut, und es gibt natürlich dann noch 7 Detektoren, das sind CCD-Kameras, speziell hergestellt für die Röntgenastronomie. Jetzt kann ich das noch mal ein bisschen mehr veranschaulichen, wie das mit diesen Röntgenspiegeln funktioniert. Allerdings mit einer Animation des ESA-Satelliten XMM-Newton, auch ein Röntgensatellit. Der hat da halt 3 Spiegel hier, nicht 7. Und man sieht, die Röntgenstrahlen kommen von vorne so rein. Und dann gibt es so eine streifende Reflexion unter einem ganz kleinen Winkel, ungefähr 1 Grad oder weniger. Und dann können tatsächlich auch diese sehr energiereichen Röntgenphotonen reflektiert werden. Man braucht da 2 Stück hintereinander geschachtelt oder 4, geht auch. Und man hat halt eben nicht nur eine Spiegelschale, sondern ganz viele ineinander geschachtelt, damit man auch genügend Sammelfläche hat. XMM Newton hat, glaube ich, 56 und Erosita hat 54 Spiegelschalen für jedes einzelne Teleskop. Und das macht die auch so teuer. Zum Beispiel bei dem amerikanischen Röntgensatelliten Chandra, da hat nur die Spiegel selber haben schon 500 Millionen Euro Dollar gekostet. Gut, jetzt sind wir schon ein Stück weiter. 2017. Erosita wird nach Moskau geflogen, weil das Spektrum Röntgen Gamma Erosita Projekt ist eine Gemeinschafts- oder Kollaboration zwischen Russland und Deutschland. Der Start ist von Russland aus erfolgt. Hier sind wir noch schon mal wieder etwas weiter, 2019, wo es dann von Moskau nach Baikonur geflogen worden ist. Und zwar dann eben nicht nur Erosita,
sondern Erosita schon zusammen mit dem anderen Instrument, und das sehen wir gleich noch ein bisschen besser, und dem Satelliten an sich auch. Deswegen muss man schon ein größeres Flugzeug daneben, kann man nicht mehr zur Seite rein, muss man schon vorne das so ein bisschen anheben. Gut, und hier sieht man es dann schon auf diese dritte Stufe, die sogenannte Upper Stage, draufgeschnallt. Da sieht man hier den Satelliten mit den noch eingefalteten Solarzellen. Erosita mit Deckel zu, sieht man hier. Und hier unten ist noch ein russisches Instrument. Und das beobachtet im harten Röntgenbereich und Erosita, das deutsche Instrument, beobachtet im weichen Röntgenbereich. Wenn man sich das jetzt so anschaut, sieht das irgendwie schon ein bisschen gefährlich aus, so irgendwie mit Phaser-Kanonen und Photonentorpedos. Aber ist tatsächlich nicht der Fall, ist alles nur keine Waffe, sondern alles nur für die Wissenschaft und wird nur beobachtet. Was man jetzt hier sieht, jetzt ist Erosita und der ganze Rest ist schon vorne drin in der Rakete, Proton-Rakete war es dann letztendlich. Warum das hier so grau aussieht, ist, da war es ziemlich heiß und da musste halt das noch gekühlt werden, dass das nicht wegschmilzt da drin. Dann auf dem Weg zur Startrampe, also wird in die Richtung gefahren, sieht man auch an den Autos da. Und dann schon der Start. Letztendlich das vierte Startfenster von vier möglichen konnte genutzt werden. Und das hat Gott sei Dank dann auch letztendlich sehr gut funktioniert. 1A Start, keine Probleme. Und deswegen, weil das so schön aussieht, gucken wir uns das direkt nochmal an aus einer anderen Perspektive. Und da wird natürlich auch direkt klar, dass das schon ein ziemlich harter Job ist, da als Kameramann an der Startrampe zu stehen. Gut, kommen wir zurück. Also dann war hier der Start. 13. Juli 2019. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn SRG Erosita jetzt oder in was für eine Umlaufbahn befindet er sich? Und das ist jetzt in diesem Video vom DLR. Das ist die Deutsche Weltraumagentur. Ganz schön dargestellt, deswegen gucken wir uns das Video jetzt mal an. Also hier sieht man wieder Erosita, das Hauptinstrument, hier unten ArtXC, das russische Instrument, hier die Navigator-Plattform, Solarpaneele. Und ja, wie schon angedeutet, das wissenschaftliche Hauptziel und der Grund, weshalb es überhaupt Geld gab für Erosita, ist, dass wir mehr über die dunkle Energie herausfinden durch die Entdeckung von ungefähr 100.000 Galaxienhaufen. Jetzt sieht man die Umlaufbahn, also hier ist die Sonne, die Erde 150 Millionen Kilometer ungefähr entfernt, die Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Und dann gibt es hier einen Punkt, der heißt Lagrange Punkt 2. Und an diesem Punkt heben sich genau Schwerkraft und Fliehkraft auf. Und dann kann man eben relativ stabile Orbits um diesen Punkt herum realisieren. Und dabei dreht sich SRG und damit eben auch Erosita um sich selbst und scannt die ganze Zeit den Himmel. Und das wird jetzt gleich noch ein bisschen klarer werden. Also wie gesagt, das ist die Navigator-Plattform, das russische Instrument. Ich mache ein bisschen schneller. Genau, hier kann man nochmal vorne reingucken. Die sieben Spiegel, Star Tracker, damit man weiß, wo hingeschaut wird. Ja, und halt viel besser als alles, was halt vorher da war. Klar. So, und jetzt kann man ganz gut sehen, wie Erosita den Himmel abscannt, weil das, wie Erosita das Ziel erreichen wird, die 100.000 Galaxienhaufen zu entdecken, ist, indem es sich achtmal den gesamten Himmel anschaut und das nicht in einem Bild, sondern indem es sich um sich selbst dreht. Und es geht dann so, das heißt, wenn es einmal ein halbes Jahr um ist, hat es den gesamten Himmel einmal abgescannt und deswegen hat man nach 4 Jahren 8 Gesamthimmelsdurchmusterungen. Darüber hinaus wird es auch noch ein paar Millionen supermassereiche schwarze Löcher
detektieren und die Wichtigkeit von schwarzen Löchern auch für die Kosmologie. Da werde ich auch noch mehrmals drauf zurückkommen. Gut, okay, gehen wir mal weiter. So, dann machen wir noch einen Schritt weiter nach vorne, und zwar Oktober 2019. Da hatte zum ersten Mal Erosita tatsächlich alle Klappen aufgemacht und die ersten Objekte sich angeschaut. Und eines der ersten Objekte war eben auch ein Galaxienhaufen-System. Und damit, bevor ich da die Bilder jetzt zeige, denke ich, ist es vielleicht sinnvoll, einige wissen das wahrscheinlich, aber vielleicht nicht jeder, zu erklären, was sind denn überhaupt Galaxienhaufen? Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar Bilder an. Das hier ist das Zentrum des uns nächstgelegenen Galaxienhaufens. Das ist ein optisches Bild mit dem Hubble Space Teleskop aufgenommen. Und man sieht quasi nur die zentrale Galaxie dieses Galaxienhaufens. So ein Haufen besteht vielleicht aus 1000 Galaxien. Das heißt, hier sind wir ganz stark im Zentrum. Wir sehen nur die zentrale große Galaxie im Optischen. Man sieht tatsächlich, irgendwas ist mit dieser Galaxie. Die sieht zwar relativ langweilig aus hier draußen, aber hier ist irgendwas. Und das ist tatsächlich ein sogenannter Jet. Der kommt dadurch, weil das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum von dieser Galaxie Materie ansaugt und dadurch werden Teilchen auf sehr hohe Energien beschleunigt und gebündelt nach außen gestrahlt, diese Jets. Das sieht man hier, aber ansonsten richtig super spektakulär sieht es natürlich nicht aus. Wenn man verstehen will, wie der Einfluss von diesen supermassereichen schwarzen Löchern auf diese Galaxie und über diese Galaxie hinaus tatsächlich ist, dann kann man das eben nicht im Optischen so machen, sondern man muss in den Röntgenbereich oder auch zum Beispiel in den Radiobereich gehen. Das heißt, wenn man das macht, sieht man folgendes Bild. In weiß ist die Röntgenstrahlen, in rot ist die Radiostrahlen. Und die Röntgenstrahlen sind mit dem Chandra-Satelliten, den ich eben schon mal kurz erwähnt hatte, aufgenommen. Die Radiostrahlen mit dem Very Large Array. Und dann sieht man tatsächlich, wie dieses ganze Gas, was man im Optischen überhaupt gar nicht sieht, weil es so heiß ist, durchgewirbelt wird durch dieses ganz kleine, supermassereiche schwarze Loch da im Zentrum dieser Galaxis. Das heißt, was man sich mitnehmen kann aus dem Vortrag ist, also wenn man das Universum im Röntgenbereich sich anschaut, sieht man das heiße und wilde Universum. Ein anderes Beispiel, auch ein sehr bekannter Galaxienhaufen, der Perseus-Galaxienhaufen. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter auf etwas größeren Skalen. Das heißt, man sieht schon mehrere Galaxien hier, die alle Teil des Galaxienhaufens sind. Man sieht, bei der Galaxie ist schon irgendwie was anders als bei diesen anderen. Hier ist so, Astronomen würden das vielleicht warmes Gas nennen, das ist vielleicht so 10.000 Grad heiß. Das heißt, da passiert irgendwas, aber ansonsten kann man eigentlich doch nicht so richtig viel sehen. Man sieht halt diese eher langweiligen elliptischen Galaxien überall. Wenn man wieder den Blick durch ein Röntgenteleskop macht, sieht man wieder diesen Einfluss von dem supermassereichen schwarzen Loch, das richtig hier so Löcher reinbläst in dieses heiße Gas, was über den gesamten Haufen verteilt ist und alles hier so durcheinander wirbelt. Jetzt gehen wir noch weiter nach außen zu etwas noch größeren Skalen und man sieht hier so zwei zentrale Galaxien und viele andere kleine Galaxien drumherum. Das ist wieder ein optisches Bild und darüber gelegt ist ein Röntgenbild, diesmal mit dem XMM-Newton-Satelliten aufgenommen. Und man sieht, dass dieses heiße Gas, was man im Optischen überhaupt gar nicht sehen kann, da guckt man einfach so durch, dass dieses heiße Gas nicht auf diese einzelnen Galaxien beschränkt ist, sondern den gesamten Haufen ausfüllt. Und was füllt er da aus? Oder was füllt das Gas da aus? Das ist das Gravitationspotenzial, was von der gesamten dunklen Materie aufgespannt wird. Da sage ich jetzt gleich auch noch einen Satz mehr dazu. Insgesamt sind diese Galaxienhaufen sehr helle Röntgenstrahler, obwohl die Dichte sehr gering ist. Die Dichte ist weniger als ein Teilchen pro Kubikzentimeter, also das ist ein viel besseres Vakuum, als wie man das auf der Erde herstellen kann. Und trotzdem strahlen die so hell, weil die Galaxienhaufen so groß sind. So circa 10 Millionen Lichtjahre im Durchmesser. Die Temperaturen sind
heiß. Und heiß heißt für die Astronomen so 10 bis 100 Millionen Grad, also vielleicht so heiß oder heißer als im Zentrum unserer Sonne. Und jetzt kommt eine interessante Sache. Die Temperatur, die sagt einem nämlich etwas darüber, wie viel dunkle Materie in dem Haufen ist. Das kann man sich so vorstellen, wenn man ein heißes Gas hat, das möchte sich normalerweise ausdehnen. Dieses heiße Gas in den Galaxienhaufen dehnt sich nicht aus, also die werden nicht größer und größer und expandieren so und schrumpfen auch nicht zusammen. Das heißt, dieses heiße Gas muss durch irgendwas festgehalten werden. Und das wird natürlich festgehalten durch die gesamte Materie, die im Haufen ist, die Gravitationskraft auf das Gas ausübt. Wenn man jetzt berechnet, bei so einer Temperatur, sagen wir 50 Millionen Grad, wie viel Materie muss da sein, dass der Haufen nicht zerplatzt, dann kommt man auf etwas, was halt viel größer ist als die gesamte Materie, die man sieht. Also die Masse in diesem Gas, die übrigens ungefähr 5 bis 10 Mal so groß ist wie die Masse von allen Sternen in allen Galaxien da zusammengenommen. Also in Bezug auf sichtbare Masse kann man die Galaxien sogar vernachlässigen. Die spielen eigentlich gar keine Rolle. Die meiste sichtbare Masse ist in diesem Gas drin. Aber trotzdem, dieses Gas und die Sterne machen halt nur ungefähr 15% der Gesamtmasse aus. Und der Rest ist dunkle Materie. Und ein Grund, weshalb wir das wissen, ist halt durch die Temperaturbestimmung mit den Röntgensatelliten. Es gibt noch andere Methoden, die stimmen grob damit auch überein. Gut, das heißt, mit Hilfe von Röntgensatelliten können wir Galaxienhaufen wiegen, bestimmen, wie schwer sie sind. Da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Hier ist so eine kleine Animation, um das nochmal zu veranschaulichen, wie halt so ein Galaxienhaufen, wie man sich den vorstellen kann, besteht halt, wie der Name schon impliziert, aus vielen einzelnen kleinen Galaxien, aber eben auch aus diesem heißen Gas, was über den gesamten Haufen verteilt ist. Das heißt, im Röntgenbereich sieht man einen Galaxienhaufen als ein Objekt und im optischen sieht man es als die Summe von vielen Objekten. Das ist ein Unterschied. Okay, also das sind Galaxienhaufen. Kommen wir zurück zu den First Light-Bildern. Und glücklicherweise war es tatsächlich so, dass da gerade ein Workshop war am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, gerade als die Daten reinkommen von diesem Galaxienhaufen, für den wir halt diese First-Light-Beobachtung beantragt hatten. Und da konnte man hier auf diesem kleinen Monitor tatsächlich sehen, wie ein sogenannter Frame nach dem anderen gerade reinkam. Und ja, das war schon ganz schön aufregend. Und hier ist ein Bild von diesem Galaxienhaufen. Was ich jetzt versuchen werde, ist erstens zu erklären, was sieht man da überhaupt? Und zweitens versuche ich auch klarzumachen, weshalb wir halt so begeistert waren, als wir dieses Bild gesehen haben. Das kann man ja so jetzt erstmal nicht wissen, wenn man nicht weiß, was es vorher für Bilder gab von diesem Galaxienhaufen und was man eben mit Erosita machen konnte. Deswegen versuche ich das eben auch noch ein bisschen klarer zu machen. Also was sieht man? Einerseits sieht man mehrere Galaxienhaufen. Hier ist einer, das ist der sogenannte Abell 3391. Und der, wie wir eben schon gesehen haben, besteht aus vielen, ungefähr 1000 größeren Galaxien. Die sieht man hier in diesem Bild natürlich nicht, weil das ist ja ein Röntgenbild, da sehen wir nur das heiße Gas. Und diese Galaxienhaufen, das sind die massereichsten Objekte, die es im Universum gibt. Und damit auch die größten Objekte. Was sieht man noch? Man sieht ganz viele kleine Punkte hier und fast jeder von diesen kleinen Punkten ist ein supermassereiches schwarzes Loch, das Materie aus seiner Umgebung ansaugt und deswegen Röntgenstrahlen aussendet. Also ganz viele hundert supermassereiche schwarze Löcher sieht man hier. Dann sieht man noch was, und zwar etwas Störendes, das ist Canopus. Das ist der zweithellste Stern am Nachthimmel, ist am Südhimmel, kennen wir da ja hier von der Nordhälfte eher nicht. Aber der stört leider auch im Röntgenbereich. Jetzt nicht, weil der Stern selber besonders viel Röntgenstrahlen aussenden würde, aber der ist halt relativ nah und sendet UV-Strahlen aus und die kommen durch diese optischen Filter, kommen einfach durch, weil der einfach so extrem hell ist.
Und da werden so viele Events registriert, dass die Telemetrie, also die Daten, die man von dem Satelliten runter schicken kann, nicht mehr ausreicht. Die Bandbreite, die man hat, reicht da nicht dafür aus. Deswegen haben wir da in diesem Bereich auch einiges an Daten quasi verloren, wegen diesem Stern, der da zufällig im Vordergrund ist. Aber ich meine, ein paar Daten haben wir trotzdem bekommen. Dann haben wir hier unten noch zwei Galaxienhaufen, die sind noch in der gleichen Entfernung wie dieser Galaxienhaufen von uns aus gesehen. Und dann sieht man sich, das ist ja nicht nur einer, das sind sogar zwei. Und da kann man direkt schon sehen, wie Galaxienhaufen wachsen. Die wachsen einerseits dadurch, und das sehen wir gleich auch noch, dass sie Materieklumpen aus der näheren Umgebung ansaugen und dadurch wachsen. Aber manchmal passiert es auch, dass zwei fast gleich große Galaxienhaufen miteinander verschmelzen, aufeinanderstoßen und miteinander verschmelzen. Und das sind tatsächlich die energiereichsten Prozesse im Universum seit dem Urknall. Was muss man sich so vorstellen? Die bewegen sich so mit 1000 Kilometer pro Sekunde aufeinander zu und haben eine Masse von 10 hoch 15 Sonnenmassen. Also das sind eine Million mal eine Milliarde mal so schwer wie unsere Sonne. Also das sind schon sehr große kinetische Energien und die werden dann umgewandelt in andere Energieformen. Also deswegen die energiereichsten Prozesse im Universum. Und dann, das kann man hier nicht so gut sehen, das sehen wir gleich noch besser, zwischen diesen Galaxienhaufen befindet sich auch noch etwas heißes Gas. Und wie gesagt, da kommen wir gleich noch mehr drauf zu. Die Vermutung ist, dass die meiste normale Materie im Universum sich in solchen sogenannten Filamenten tatsächlich befindet. Nicht in Galaxienhaufen oder in den Galaxien in Galaxienhaufen, sondern in diesen Filamenten, die die einzelnen Galaxienhaufen miteinander verbinden. Gut, was sieht man noch? Denn das war auch eine schöne Überraschung. Im Nachhinein hätte man das natürlich auch erwarten können, aber ja, haben wir nicht so richtig. Man sieht viele andere kleinere ausgedehnte Quellen hier. Und das sind kleinere Gruppen von Galaxien und manche von denen sind in der gleichen Entfernung wie die zwei auch. Nicht alle von denen, wo hier die Pfeile drauf zeigen, wissen wir jetzt. Aber doch einige und es gibt in dem ganzen Bild vielleicht so 60, 70 von diesen Objekten. Und die fallen eben auf dieses Gesamtsystem drauf. Hier ist sehr viel Masse und diese kleineren Galaxiengruppen fallen, werden durch Gravitation angezogen und fallen auf dieses große System drauf. Und wie wir das aus Computersimulationen her erwarten, entlang von Filamenten, die auch noch vielleicht irgendwo weiter außen sich befinden. Und auch da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. So, jetzt ist die Frage, das ist das Erosita-Bild, was wir da innerhalb von 2-3 Wochen mit einer großen Teamarbeit, waren noch mehr Leute beteiligt als nur die paar, die hier bestehen, quasi Tag und Nacht gearbeitet, die 2-3 Wochen lang, um das Bild zu erzeugen. Was war denn vorher da? Also vorher gab es den ROSAT, Himmelsdurchmusterung, die war 1990 und bis Erosita war das die einzige Röntgen-Himmelsdurchmusterung, die mit einem Teleskop durchgeführt worden ist. Das heißt, es hat jetzt quasi 30 Jahre gedauert, bis der nächste Satellit gestartet wurde, der das Gleiche macht, aber eben viel besser. Und wie viel besser kann man hier schön sehen? Man hat mit ROSAT auch schon gesehen, dass es hier diese zwei Galaxienhaufen gibt, hier einen. Aber die ganzen supermassereichen schwarzen Löcher, die konnte man nicht so gut sehen, weil halt viele Sachen schlechter waren, unter anderem die räumliche Auflösung. Man hat weniger Photonen detektiert und andere Sachen auch noch. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, sieht man mit Erosita, hat man halt eine viel bessere, man sieht viel mehr Detail, als vorher möglich war. Was es auch vorher schon gab, ist der XMM-Newton-Satellit. Der wurde 2001 gestartet, gibt es also auch schon 20 Jahre. Und er hatte sich dieses Galaxienhaufensystem auch schon angeschaut und dem seine Spiegel sind ungefähr so gut wie die von Erosita zusammengenommen. Das heißt, von der räumlichen Auflösung, von der Detailschärfe ist das so ähnlich. Nicht ganz so schön, weil das eben viele einzelne CCDs sind. Da hat man so nicht belichtete Bereiche dazwischen. Aber ansonsten im Großen und Ganzen doch schon ähnlich. Man sieht auch hier diese ganzen supermassereichen schwarzen Löcher da drumherum. Hier nochmal zum Vergleich.
Mal vor und zurück. Sieht schon ähnlich. Man sieht tatsächlich auch, dass die variabel sind, diese supermassenreichen schwarzen Löcher, weil manche von denen verändern sehr stark ihre Helligkeit. Da kann man so ein paar Objekte sehen, die dann entweder stärker oder schwächer geworden sind. Gut, aber mit Erosita hat man natürlich den Vorteil, dass man nicht nur diesen kleinen Bereich dann sieht, sondern man hat dieses ganze riesengroße Feld. Weil Erosita eine sehr große Gesichtsfläche hat und einen sehr effizienten Scanning-Mode, um also Bereiche effektiv sehr schnell beobachten zu können. Das heißt, die Gesamtbelichtungszeit ist ähnlich von dieser Aufnahme und von dieser Aufnahme. Und es ist natürlich offensichtlich, dass man hier viel mehr hat. Gut, und deswegen waren wir halt so begeistert, als wir dieses Bild dann erzeugt hatten. Hier ist der gleiche Galaxienhaufen nochmal, die gleichen Erosita-Daten etwas anders dargestellt. Und zwar sieht man hier verschiedene Farben. Und die unterschiedlichen Farben bedeuten die unterschiedlichen Photonenenergien. Das heißt so eher so gelblich, rötlich, das sind die weicheren Photonen und bläulich sind die härteren, die energiereicheren Photonen. Okay, und hier ist nochmal die gleichen Daten, nochmal anders dargestellt. Und hier ist die Darstellung so, dass man eben diese Brücke an Emissionen zwischen dem Galaxienhaufen und diesen beiden Galaxienhaufen, dass die halt viel besser zutage tritt in dieser Darstellung. Es gibt auch so eine Galaxiengruppe noch dazwischen, aber es gibt auch Emissionen, die weit über diesen Bereich da hinausgeht. Also eine richtige Verbindung sieht man da. Gut, warum zeige ich das jetzt auch nochmal? Weil das bringt uns zurück zu den grün schimmernden Galaxienhaufen. Wie gesagt, es gab ja da auch Coverage von der Presse und hat man halt hier, wie steht es da, auf den grünen Bildern grün schimmernden Galaxienhaufen, die durch blaue Schlieren miteinander verbunden sind. Und das sieht natürlich hier auch so aus, aber ich meine, jetzt ist ja mittlerweile klar, das kommt ja nur darauf an, wie man das Bild darstellt. Das sind ja Röntgenphotonen, die kann man nicht durch grün kann man durch grün darstellen, aber das bedeutet ja nichts. Die kann man auch in Rot und in Blau darstellen. Das heißt, ja, selbst bei respektablen Medien muss man trotzdem immer noch ein bisschen alles überdenken und nachdenken, was man so liest. Gut, dann gehen wir jetzt noch ein Stück weiter. Juni 2020, was nämlich da passiert war, weil Erosita hat angefangen, den Himmel zu durchmustern, Dezember 2019. Das heißt, nach einem halben Jahr war die erste Durchmusterung fertig, also Juni 2020. Und hier das Bild, diejenigen, die schon bei früheren Vorträgen vorbei waren, hier dabei waren, kennen das Bild hier schon. Ich werde auch gar nicht, überhaupt nicht länger darauf eingehen. Aber das zeigt halt eben das Ergebnis dieser ersten Himmelsdurchmusterung. Eben auch wieder in Blau ist die härte Röntgenstrahlen und Rot ist die weichere Röntgenstrahlen. Gab es auch schöne Entdeckungen, insbesondere diesen Teil hier unten hatte man vorher noch nicht gesehen. Das heißt, Blasen, die von unserer Galaxie, von dem Zentrum von unserer Galaxis nach außen geschleudert werden. Entweder von dem supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum oder von den ganzen Sternen, die da mal entstanden sind. Das ist übrigens eine Projektion des gesamten Himmels in galaktischen Koordinaten. Das heißt, die Scheibe unserer Galaxis geht hier so entlang. Okay. Jetzt machen wir noch einen Schritt weiter. Dezember 2020, also ungefähr ein Jahr nachdem diese Aufnahmen hier aufgenommen worden sind, hatten wir die erste richtige Analyse, wissenschaftliche Analyse von diesen Daten abgeschlossen. Und da werde ich beschreiben, was man quasi, das wieder die gleichen Daten, aber man sieht halt noch etwas anderes mehr, was ich dann auch noch beschreiben würde. Also quasi das eine Jahr war halt unter anderem der Schritt von diesem Bild zu diesem Bild. Und da haben wir eben was Schönes entdeckt. Dann gab es noch Pressemitteilungen. Insbesondere haben wir den längsten intergalaktischen Gasfaden entdeckt, 50 Millionen Lichtjahre lang. Und das versuche ich gleich nochmal darzustellen, wo man den jetzt sieht und warum das denn interessant ist. Jetzt schauen wir uns trotzdem mal an, wo am Himmel denn dieses Galaxienhaufensystem ist, dieses Abel 3391-3395-System ist. Und dann zoomen wir hier mal
näher ran. Und noch ein bisschen näher. Noch was näher. Und dann drehen wir das Ganze noch so rum, dass es in den typischen Rektaszension, Deklination, Koordinaten grob ist. Und dann sieht man eben hier diese zwei Galaxienhaufen, hier diesen Canopus-Stern und hier so ein paar andere Galaxienhaufen bei der gleichen Entfernung noch. Das sieht natürlich hier jetzt nicht so besonders toll aus, weil das sehr große Pixel sind, um halt den gesamten Himmel darstellen zu können. Aber im Wesentlichen, das ist das, was man in der Gesamthimmelsdurchmusterung sieht. Und das ist eben das Bild, was man herstellen kann mit dieser speziellen Beobachtung, die wir gemacht haben im Oktober 2019, bevor die Himmelsdurchmusterung gestartet war. Da hatten wir halt diesen Bereich ausgewählt und den eben mit diesem Scanning-Mode beobachtet. Und jetzt ist es hier eben mal in Blau dargestellt. Wie gesagt, das ist dieser eine Galaxienhaufen und die beiden hier sind Abel 3395 Nord und Süd. Und man sieht halt die ganzen AGN, also supermassereichen schwarzen Löcher noch. Und dann komme ich gleich noch darauf zu sprechen, auf diesen nördlichen Klumpen hier. Das ist nämlich so ein Klumpen, eine Galaxiengruppe, die auf dieses Hauptsystem hier so drauf fällt. Und den haben wir uns dann später auch noch etwas genauer angeschaut. Noch wegen der Größenskala. Ein Grad ist hier gezeigt, der Vollmond ist ein halbes Grad im Durchmesser. Das heißt, hier hat man schon eine relativ große Fläche am Himmel, vielleicht so 15 Quadratgrad ungefähr. Aber natürlich trotzdem immer noch eine kleine Fläche im Vergleich zum gesamten Himmel. So, jetzt beschreibe ich erst nochmal das Problem oder eins der Probleme, die es gibt, die ein bisschen weniger bekannt sind als das Problem der dunklen Materie und der dunklen Energie. Da haben wir ja Sachen, die sich irgendwie bemerkbar machen, wo wir nicht wissen, was es ist, was wir nicht wirklich richtig sehen können. Aber es gibt also was von der normalen Materie. Und zwar wissen wir, wie viel normale Materie es geben sollte im Universum. Zum Beispiel durch Beobachtungen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlen. Wenn wir dann aber zählen, wie viel Materie sehen wir denn auch tatsächlich in den Sternen, in den Galaxien, in Galaxienhaufen und so weiter, dann sehen wir, dass wir nur die Hälfte sehen. Es fehlt die Hälfte der normalen Materie, die da sein müsste. Da ist die Frage, wo ist dieser Rest der normalen Materie? Der Vorteil ist allerdings, dass wir hier eine sehr klare Vorhersage haben von Computersimulationen, wo diese andere Hälfte der normalen Materie denn sein sollte. Und die Vorhersage ist eben, dass der Rest in diesen Filamenten versteckt ist, die die einzelnen Galaxienhaufen miteinander verbinden. Gut, jetzt haben wir eben diese schöne Aufnahme von diesem System. Jetzt können wir doch auch mal suchen, ob wir nicht tatsächlich diese Filamente da finden. Also diese Brücke, das wussten wir, dass wir die sehen können zwischen den Galaxienhaufen, aber sehen wir vielleicht außen drumherum, sehen wir da auch Filamente, wo Gas und Materie auf das Gesamtsystem drauffällt. Und um das jetzt erst nochmal kurz darzustellen, was das mit diesen Filamenten auf sich hat und den Simulationen, ist hier eine Animation von einer Simulation gezeigt, die zeigt die Dichteverteilung in dunkler Materie. Sollte man jetzt nicht zu wörtlich nehmen, das Wort dunkle Materie hier, weil jedes Teilchen dieser Simulation hat halt, ist halt sehr schwer. Das ist jetzt nicht so ein kleines Weakly Interacting Massive Particle oder so, was ein dunkle Materie-Kandidat wäre, sondern jedes einzelne Teilchen wiegt halt so viel wie fast wie eine Galaxie oder so. Aber das heißt deswegen dunkle Materie, weil es nur gravitativ, weil diese Materie nur gravitativ wechselwirkt, keine elektromagnetische Wechselwirkung. So, der Hauptpunkt ist aber, was man nämlich hier sieht, ist, dass die Materie entlang dieser Filamente verteilt sind. Hier jede von diesen größeren Regionen hier ist halt letztendlich ein Galaxienhaufen und diese Galaxienhaufen sind verbunden durch diese Filamente. Das ist eine ganz klare Vorhersage von den Simulationen. Und es ist auch schon seit Jahrzehnten beobachtet, dass die Galaxien selber verteilt sind entlang von solchen Filamenten. Was noch nicht so gut beobachtet war, insbesondere nicht an einzelnen Systemen, ist das heiße Gas, was hier sein sollte.
Und wie gesagt, zur Erinnerung, das meiste heiße Gas, die meiste normale Materie sollte in diesem heißen Gas sein und nicht in Sternen oder Galaxien. Gut, also das ist die Vorhersage. Wir haben jetzt diese Aufnahme, dann können wir doch mal schauen, ob wir da nicht was finden. Und hier ist jetzt ein kleinerer Ausschnitt aus einer anderen Simulation, die ausgewählt ist, um letztendlich so ähnlich auszusehen wie das, was wir dann auch beobachten mit Erosita. Aber die Simulation ist jetzt nicht extra so gemacht, um das System, was wir beobachtet haben, zu reproduzieren. Das ist einfach nur so, wie typische Galaxienhaufen, Systeme und ihre nähere Umgebung einfach aussehen in den Simulationen. Okay, also man sieht dann hier so ein paar Galaxienhaufen im Zentrum und eben wie die Materie entlang dieser Filamente auf das Hauptsystem drauf zufällt, und das ist halt sehr klumpig auch. Es sind halt Galaxiengruppen dabei. Wenn man die beiden mal nebeneinander stellt, also links die Simulation, rechts die Erosita-Beobachtung, dann gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, die man da feststellen kann. Und die sind nicht nur deswegen da, weil die Bilder beide blau sind, sondern man sieht tatsächlich, hier sind, also hier ist ein Galaxienhaufen, da ist einer, ist durch so eine Brücke von Emissionen verbunden. Die kann man hier gerade so erahnen, aber ich habe es ja in anderen Bildern schon gezeigt, dass sie da ist, und zeige es ja gleich noch besser. Und man sieht eben auch diese Klumpen, die hier in der Nähe sind, und unten ist auch noch ein Galaxienhaufen außerhalb des Gesichtsfeldes. Was man hier nicht sieht, sind die ganzen Punkte hier, die supermassenreichen schwarzen Löcher, weil das ist auch nur so eine Box um dieses System drumherum, während hingegen das hier, man sieht alles entlang der Sichtlinie, nicht nur die einzelne kleine Box, die hier ausgeschnitten ist. Okay. Und jetzt kommen wir dann zu der eigentlichen Darstellung, wo man auch diese Filamente, die wir dann eben entdeckt haben, außerhalb von diesen Galaxienhaufen noch besser sehen kann. Aber dazu verstecke ich erst nochmal die Hauptregion und möchte nochmal zeigen, was eigentlich möglich war, vorher zu sehen. Zum Beispiel mit dem XMM-Newton-Satelliten oder mit dem Chandra-Röntgensatelliten. Da war man im Wesentlichen beschränkt auf diesen inneren Bereich von Galaxienhaufen, der hier markiert ist. Das ist die Erosita-Beobachtung, das ist eine andere Simulation. Und wenn wir jetzt sehen, was wir mit Erosita sehen können, sieht man, dass man eben viel mehr sieht. Und zwar geht das über diesen Bereich, den man vorher ganz gut untersuchen konnte, weit hinaus. Und zwar auch über diesen. Und das ist sowas wie die Grenze von Galaxienhaufen nach einer gewissen Definition. Und selbst über diese Grenze hinaus sehen wir Emissionen, weil hier grün heißt mehr Emissionen als hier blau, wo man weniger Emissionen sieht. Das heißt, wir sehen eine kontinuierliche Emission nicht nur von dem Galaxienhaufen, sondern darüber hinaus bis hin zu diesem sogenannten nördlichen Klumpen. Und auch hier unten in die Richtung geht es weiter. Hier haben wir signifikante Emissionen über diesen, den nennen wir einen kleinen südlichen Klumpen, bis zu diesem anderen Galaxienhaufen, der sehr bekannt ist, der gerade hier außerhalb des Gesichtsfeldes befindet. Das heißt, wir haben hier eine kontinuierliche Emission über 50 Millionen Lichtjahre, und das hatte man eben vorher noch nicht entdeckt. So eine lange kontinuierliche Emission an einem einzigen System, die über die Grenze von den Galaxienhaufen sogar hinausgeht. Wenn man es jetzt nochmal vergleicht mit dieser anderen Simulation, sieht man eben auch wieder gewisse Ähnlichkeiten. Die Kreise hier sind die ähnlichen Radien wie hier auch, charakteristische Entfernungen von dem Zentrum von dem Galaxienhaufen. Und ja, das haben wir eben so gedreht, dass man eben auch diesen nördlichen Klumpen hier an einer ähnlichen Stelle sieht. Man sieht hier nicht das Gleiche, weil da ist die Gasdichte und hier ist die Röntgenhelligkeit. Aber die zwei sind eng miteinander korreliert, diese beiden Sachen. So, also da waren wir sehr froh, diese Entdeckung gemacht zu haben. Und die Schlussfolgerung davon ist, tatsächlich scheint das Universum um die Galaxienhaufen drumherum so auszusehen, wie wir das von Simulationen her sowieso erwartet haben. Aber das ist schön, dass wir das jetzt tatsächlich auch sehen konnten. Jetzt noch ein ganz klein bisschen was zu anderen Wellenlängen. Ich habe ja bisher nur über den Röntgenbereich geredet, aber ich habe eben auch schon die supermassereichen schwarzen Löcher ein paar Mal erwähnt.
Und die kann man eben besonders gut auch im Radiobereich sehen. Und zwar manche Galaxien, insbesondere die in den Zentren von Galaxienhaufen, die treten besonders in Erscheinung durch ihre Aktivität, ihres supermassereichen schwarzen Loches. Und das kann man hier sehen. Also hier in Rot ist auch wieder die Röntgenemission gezeigt, aber darüber gelegt ist die Radioemission, hier etwas vergrößert. Und da sieht man tatsächlich auch diese Jets, die hier in dem Fall nach oben und nach unten von diesem Zentrum der Galaxie ausströmen. Und das sieht man auch hier unten bei diesem Doppelgalaxienhaufen 3395. Dieser eine Galaxienhaufen hat so eine sehr helle supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum von dieser Galaxie, der andere eben nicht. Das heißt, es hat nicht jeder, aber viele haben das. Hier sieht man diesen nördlichen Klumpen und der ist so sehr besonders. Die Jets haben da so eine eigentümliche Form, da komme ich auch nochmal drauf zurück. Und hier haben wir noch so eine einzelne Galaxie, die anscheinend irgendwie gerade hier auch drauf fällt, weil man sieht, die Jets sind so nach hinten weggebogen. Also das Zentrum von der Galaxie ist da irgendwo. Und dadurch, dass die Galaxie auf das System drauf fällt und überall ist das andere Gas drumherum, werden diese Jets so nach hinten gebogen. Das heißt, hier kann man tatsächlich auch mal so Bewegung indirekt sehen, die so geht und nicht nur Bewegung, die so geht. Gut, das heißt, die Verbindung der Röntgen- und Radiodaten ist auch immer sehr fruchtbar, weil man sieht eben sehr unterschiedliche Sachen und wenn man das gesamte Bild haben will und das System richtig verstehen will, braucht man eben beides und zwar nicht nur beides, man braucht eigentlich auch die optischen Daten. Und die optischen Daten sind hier gezeigt, das heißt, hier hat man eine zentrale Galaxie, hier hat man eine zentrale Galaxie, das ist die, hier hat man eine zentrale Galaxie, das ist die. Und in Gelb sind diese Radiokonturen nochmal darüber gelegt. Jetzt ist die Frage, was ist das schwarze, blaue, weiße hier? Das ist auch wieder die Röntgenemission dargestellt. Und diesmal ist so dargestellt, da wo die Röntgenemission am stärksten ist, ist es am transparentesten oder am dunkelsten. Und wo sie schwächer wird, sieht es eben so aus. Was das Schöne ist, dieses Gas, hatte ich am Anfang schon erwähnt, sollte das Gravitationspotenzial relativ schön ausfüllen. Das heißt, da wo mehr von diesem Gas ist, ist auch mehr dunkle Materie. Das heißt, eigentlich, was man hier sieht, ist dieser Halo aus dunkler Materie, der durch das Gas nachgezeichnet wird. Gut, also hat man in diesem Bild alles drei zusammen, die optischen Aufnahmen, die Radioaufnahmen und die Röntgenaufnahmen. Und auch hier sieht man, wenn man genauer hinguckt, ein paar von diesen Galaxienhaufen haben hier so einen Radioschwanz nach hinten. Und das ist tatsächlich auch so, das sind Galaxien in dem Haufen, die sich in dem Haufen bewegen, wo diese Radiojets so stark nach hinten gebogen sind, dass die eben so aussehen. Oder vielleicht sind die Jets dann auch mal irgendwie so in der Sichtlinie, dass man eben nur einen dann noch sieht. Gut. Dann gehen wir zu dem nördlichen Klumpen noch einmal. Da hat die Angie Veronica dran gearbeitet bei uns in der Arbeitsgruppe und da hatten wir auch nochmal eine Pressemitteilung im Juni diesen Jahres. Was war im Juni? Da sind die ersten Rohdaten von Erosita veröffentlicht worden, sodass alle Leute auf der ganzen Welt die Daten benutzen können und analysieren können. Und gleichzeitig sind halt viele wissenschaftliche Publikationen auch veröffentlicht wurden von dem Erosita-Team. Und eine von diesen Publikationen ist eben diese, von diesem nördlichen Klumpen. Also wie gesagt, wir reden jetzt von dem. Und hier ist so eine größere Aufnahme, wo auch Daten von dem XM-Newton-Satelliten dabei sind, in blau. Und in rot ist die Radioemission und in grün ist die optische Emission. Hier ist ein Stern in unserer Galaxis. Aber das ist eben die zentrale Galaxie in dieser Galaxiengruppe. Und jetzt kommen wir nochmal auf diese eigentümliche Form der Radioemission zurück. Und die beste Interpretation ist eben auch, dass hier wieder eine relative Bewegung stattfindet von dieser Galaxie in diesem heißen Gas, in dem heißen Röntgengas drin. Und so wie es gebogen ist, sieht es halt so aus, als würde diese Galaxiengruppe in dem Filament und mit dem Filament auf dieses Hauptsystem draufgezogen werden, weil es so nach hinten zurückgebogen ist. Das ist eine mögliche Interpretation.
Okay, gut, aber wir wollten ja auf jeden Fall auch noch über die dunkle Energie reden, aber dazu war es halt wichtig, dass wir auch verstehen können, was sind Galaxienhaufen, wie kann man Galaxienhaufen wiegen. Da haben wir was über dunkle Materie schon gelernt und ich fand es eben auch schön, dass ich ein paar der richtigen Daten von Erosita zeigen konnte. Jetzt gehen wir zum Schluss noch ein bisschen auf die dunkle Energie ein und warum die dunkle Energie unser Schicksal bestimmt und Schicksal in dem Sinne, wie die Zukunft des Universums aussieht. Hier schon mal die Zusammenfassung, die kommt am Ende dann nochmal. Also erstmal, dunkle Energie ist überall, in Galaxienhaufen, in den einzelnen Galaxien, hier im Planetarium ist die Dichte der dunklen Energie überall entweder exakt gleich oder fast exakt gleich. Woher wissen wir, dass dunkle Energie überhaupt da ist? Wie macht sie sich bemerkbar? Die macht sich dadurch bemerkbar, dass wir festgestellt haben, dass sich das Universum nicht nur ausdehnt, das weiß man natürlich schon lange, aber dass sich das Universum nicht immer langsamer ausdehnt durch die ganze Masse, die in dem Universum drin ist, sondern seit einiger Zeit bewegt sich oder dehnt sich das Universum beschleunigt aus. Das heißt, irgendetwas, kann man vielleicht auch Kraft nennen, drückt das Universum auseinander und das nennen wir dunkle Energie, weil wir einfach, weil das der Name sich durchgesetzt hat, hat jetzt eigentlich erstmal nichts mit Dunkel und mit Energie zu tun. Es ist einfach nur ein Name für einen Effekt, den wir sehen, wo wir aber nicht wissen, ja, wo er denn eigentlich herkommt oder was ihn verursacht. Was ich jetzt gleich zeigen werde, ist, dass was jetzt wirklich die dunkle Energie ist, das bestimmt, wie die Zukunft des Universums aussieht. Das wird nicht durch die normale Materie bestimmt, das wird auch nicht durch Photonen bestimmt, auch nicht durch die dunkle Materie, sondern das wird aller Voraussicht nach nur durch die dunkle Energie bestimmt, wie die Zukunft aussieht. Ja, und ja, habe ich jetzt schon oft genug gesagt, keiner weiß, das werde ich Ihnen auch nicht verraten können, was dunkle Energie denn jetzt eigentlich ist. Und das, obwohl dunkle Energie 70% der Gesamtmaterie-Energiedichte im Universum ausmacht. Dunkle Materie vielleicht 25%, normale Materie 5%, dunkle Energie 70%. Und das ist natürlich irgendwie auch ziemlich peinlich und eine gute Motivation, mehr über die dunkle Energie zu erfahren, wenn man zugeben muss, alles, was wir hier so sehen, das macht nur 5% von allem aus. Und dann müssen wir dazu packen, dunkle Materie. Und müssen dann noch dunkle Energie dazu packen, um alle Beobachtungen erklären zu können, die wir so machen, obwohl wir nicht wissen, was dunkle Materie und dunkle Energie ist. Also ist das schon eigentlich eine gute Motivation, zu versuchen, da mehr drüber zu erfahren. Also wir gehen davon aus, dass es am Anfang einen Urknall gab, dann dehnt sich das Universum verlangsamt aus und dann dehnt es sich auf einmal immer schneller aus. Und eine Möglichkeit für die Zukunft ist, dass das immer so weitergeht, dass sich das Universum immer mehr beschleunigt und sich immer schneller ausdehnt. Das wäre im Fall dass man dunkle Energie über eine sogenannte kosmologische Konstante beschreiben kann. Und das heißt auch Big Freeze aus ja, mindestens einem Grund. Ein Grund ist, dass dann natürlich das Wachstum von Strukturen irgendwann aufhört. Weil wenn sich das Universum immer schneller ausdehnt, ist die ganze Materie so weit voneinander entfernt, dass es sich nicht mehr gegenseitig anziehen kann und dass die Galaxienhaufen nicht mehr größer werden können. Die hören auf zu wachsen und das kann man eben auch durch diesen Big Freeze bezeichnen. Ein anderer Effekt ist dann auch, dass man irgendwann, die Ausdehnungsgeschwindigkeit wird so groß, dass wir irgendwann immer weniger andere Galaxien werden sehen können, bis es letztendlich in längerer Zukunft dann vielleicht nur ein paar Tausend oder so sein könnten. Und deswegen ist natürlich gerade wichtig, gerade jetzt viel Geld in die Astronomie zu pumpen, jetzt wo wir die ganzen anderen Galaxien noch sehen können. Gut, eine andere Möglichkeit hängt auch eben nur davon ab, was dunkle Energie ist. Könnte der sogenannte Big Crunch sein. Und zwar, wenn aus irgendeinem Grund die dunkle Energie jetzt nicht mehr so abstoßend wirkt, sondern sich der Effekt umdreht und anziehend wirkt, dann fällt alles wieder in sich zusammen, quasi ein umgekehrter
Urknall. Und eine dritte Möglichkeit, ich kann nochmal zeigen, ist der sogenannte Big Rip. Und der ist halt hier so veranschaulicht, dass tatsächlich alles auseinandergerissen wird. Und das wäre dann in dem Fall auch so. Das macht sich dadurch dann bemerkbar, dass in der endlichen Zeit die Ausdehnungsgeschwindigkeit unendlich groß wird. Und das würde dann so passieren, dass zuerst Galaxienhaufen auseinandergerissen werden, dann einzelne Galaxien, dann Sonnensystem, die Erde bis letztendlich sogar einzelne Atome auseinandergerissen werden. Wenn dunkle Energie bestimmte Eigenschaften hat, was wir eben noch nicht wissen. Und das ist eben dann eine andere Motivation, noch mehr über die dunkle Energie zu erfahren, damit wir vielleicht irgendwie ein Gefühl dafür bekommen könnten, wie denn unsere Zukunft so aussieht. Also hier nochmal zusammengefasst, ist leider auf Englisch hier, aber ich erkläre ja, was man da sehen kann. Also man kann man sich das so vorstellen, dass hier so der Raum irgendwie dargestellt wäre. Am Anfang gab es den Urknall, dann so eine sogenannte inflationäre Phase, wo der sich sehr schnell ausdehnt. Und dann dehnt sich der Raum immer weiter aus, aber immer langsamer. Deswegen hat das so eine Krümmung so in die Richtung, bis vor kosmologisch gesehen relativ kurzer Zeit die dunkle Energie wichtig geworden ist. Die war nicht immer wichtig. Und seitdem dehnt sich das Universum eben beschleunigt aus. Und im Fall der kosmologischen Konstante wird das halt eben immer so weitergehen. Dann kann es eben sein, dass es diesen Big Rip gibt in der Zukunft oder den Big Crunch. Und dann, das finde ich auch ganz schön, dass hier dieses Fragezeichen da ist. Das ist natürlich immer so eine schwierige Sache mit den Vorhersagen, insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen, weil, wenn man sich das so überlegt, angenommen, wir wären jetzt nicht hier, sondern wir wären hier gewesen. Da hätten wir aller Voraussicht nach niemals mitgekriegt, dass es sowas wie dunkle Energie überhaupt gibt, weil die war in der Vergangenheit, das ist die Zeitachse hier, die war in der Vergangenheit einfach nicht wichtig. Da war die dunkle Materie dominierend. Das heißt, es ist wahrscheinlich hätten wir ja niemals gemerkt, dass es überhaupt dunkle Energie gibt. Und deswegen, wer weiß, was sonst noch alles in der Zukunft auf uns zukommt. Gut, wie kann man jetzt mehr über die dunkle Energie erfahren? Und das geht zum Beispiel mit Galaxienhaufen. Hier nochmal das Bild von so diesen nahen Galaxienhaufen, das ich eben schon mal gezeigt hatte. Und wie geht das? Das geht so, dass wir etwas Unsichtbares messen, und zwar die dunkle Materie in Galaxienhaufen, um etwas mehr über etwas anderes Unsichtbares, die dunkle Energie, zu erfahren. Und diese Messung macht man eben nicht nur hier in unserem nahen Universum, sondern auch so 5 Milliarden Jahre Lichtjahre oder Jahre in die Vergangenheit zurückblickend. Und was wir machen müssen, ist nicht nur einen Galaxienhaufen in unserer näheren Umgebung und einen Galaxienhaufen in größerer Entfernung, sondern wir müssen eben viele Galaxienhaufen beobachten. Und nicht nur merken, da ist ein Galaxienhaufen, sondern müssen sie auch wiegen. Wir müssen messen, wie groß die Masse von den Galaxienhaufen ist. Wenn wir das machen, können wir viel über dunkle Energie und aber auch über dunkle Materie lernen. Das ist jetzt versucht anschaulich darzustellen in diesem Diagramm hier. Was ist jetzt hier aufgetragen? Auf dieser Achse ist das Gewicht von Galaxienhaufen aufgetragen. Also hier unten ist geringes Gewicht und hier oben ist hohes Gewicht. Und hier unten ist die Zeitachse aufgetragen. Also Urknall hier und heute sind wir hier. So, und jetzt sind hier verschiedene Linien, drei Stück. Gucken wir zuerst mal nur auf die gelbe. Und zwar Galaxienhaufen haben nicht direkt von Anfang an, kurz nach dem Urknall, komplett schon die waren da noch nicht fertig, sondern die sind immer noch dabei, sich weiterzuentwickeln. Die wachsen immer noch an. Das habe ich ja eben auch gezeigt, dass die gerade dabei sind, miteinander zu verschmelzen. Das heißt, die wachsen immer noch an. Das heißt, am Anfang gab es keine Galaxienhaufen. Irgendwann gab es die ersten. Die hatten sehr geringe Masse. Aber diese Masse, die steigt an mit der Zeit. Jetzt ist die Frage, wie stark oder wie schnell steigt die Masse von Galaxienhaufen an, wie schnell werden die schwerer. Und das hängt davon ab, wie viel dunkle Materie und wie viel dunkle Energie es im Universum gibt. Das kann man sich auch so vorstellen, also wenn man jetzt die gelbe
anschaut, das ist für ein Universum, was keine dunkle Energie hat, aber dafür sehr viel dunkle Materie. Und da wachsen die einfach immer fröhlich weiter an und werden immer größer. Kann man sich so vorstellen, wenn es viel dunkle Materie im Universum gibt, die sich anzieht gegenseitig, dann ist es leicht für die Galaxienhaufen zu wachsen, weil es so viel Materie gibt, die sie ansaugen können. Wenn es hingegen dunkle Energie auch noch gibt, und das wäre diese rote Linie hier, da gibt es weniger dunkle Materie, dafür mehr dunkle Energie. Da ist es so, da gibt es eben weniger Materie und deswegen können die Galaxienhaufen schlechter anwachsen. Und zusätzlich hat dunkle Energie ja den Effekt, dass sie das Universum auseinandertreibt. Das heißt, die Abstände der Materie zueinander wird größer und dadurch die Anziehungskraft geringer. Und deswegen wachsen die Galaxienhaufen dann langsamer an. Das heißt, in dieser Darstellung hier, wenn man weniger dunkle Materie und mehr dunkle Energie hat, würde man erwarten, wenn man jetzt in die Vergangenheit gucken könnte, dass die Galaxienhaufen hier so langsamer anwachsen. Und das ist genau die Methode. Wir gucken uns Galaxienhaufen, also das ist nicht genau die Methode, weil wir können ja nicht quasi hier hingehen und dann einen Galaxienhaufen ein paar Milliarden Jahre lang angucken. Das heißt, wir müssen das statistisch machen. Wir müssen uns eine Stichprobe von Galaxienhaufen hier anschauen. Wie viele gibt es da in einem gewissen Volumen und wie groß ist deren Masse? Und wie viele Galaxienhaufen gab es in der Vergangenheit und wie groß war deren Masse in der Vergangenheit? Und das Schöne ist ja, wir können ja in die Vergangenheit gucken, weil das Licht ja eine endliche Geschwindigkeit hat. Das heißt, je weiter etwas von uns entfernt ist, umso länger braucht das Licht. Das heißt, wir können in die Vergangenheit gucken. Das hat also auch einen schönen Vorteil, weil wir können sehen, wie sich das Universum entwickelt hat. Und das ist eben genau die Methode. Wir zählen und wiegen Galaxienhaufen in unserer Umgebung und in größerer Entfernung als in der Vergangenheit. Dann muss man das natürlich mit irgendwas auch vergleichen können. Und vielleicht mache ich kurz mal Stopp hier. Ob das eventuell möglich wäre, den Film auch über den Dom zu zeigen, dann kann man den vielleicht noch besser erkennen. Weil was hier gezeigt ist, ist eine Animation von einer Computersimulation, wie wir uns vorstellen, wie das Universum sich entwickelt. Und anfangs war die Materieverteilung halt relativ homogen, bis dann mit der Zeit die Materie immer mehr zusammenklumpt, entlang dieser Filamente hier, auf diese kleinen, damals noch kleinen Galaxienhaufen drauffällt. Die Galaxienhaufen wachsen immer weiter an mit der Zeit. Und deswegen, wie gesagt, wenn wir in die Vergangenheit gucken, sehen wir typischerweise, dass die Galaxienhaufen geringere Massen haben, wie wir das eben erwarten aus diesen Simulationen heraus. Und das ist genau das, womit wir dann die Beobachtungen vergleichen, mit diesen Simulationen, wo wir unterschiedlich viel dunkle Energie und unterschiedlich viel dunkle Materie reinpacken. So, jetzt sieht man aber noch was anderes. Da passiert ja irgendwas. Da wird ja sogar was wieder rausgekickt. Und das sind tatsächlich die supermassenreichen schwarzen Löcher, die in dieser Simulation auch mit berücksichtigt worden sind. Ein klein bisschen zu stark vielleicht. Aber das ist, wenn Materie auf diese supermassenreichen schwarzen Löcher fällt, dann gibt es einen Energieausbruch und dadurch wird die ganze, zumindest die normale Materie, kann aus den Galaxien heraus gedrückt werden und die normale Materie hat halt eben auch ein bisschen was Gewicht, das heißt, das verändert auch über die Gravitationskraft auch etwas die Verteilung der dunklen Materie. Das heißt, hier haben wir jetzt zwar eine schöne Vorhersage, wie die Materie im Universum verteilt sein soll, aber die stimmt halt eben nur dann mit der Wirklichkeit überein, wenn man genau das richtige Rezept hat über diesen Einfluss von diesen supermassereichen schwarzen Löchern. Das heißt, man muss nicht nur die Galaxiengruppen und die Galaxienhaufen verstehen, wie die funktionieren, sondern man muss auch verstehen, wie diese supermassereichen schwarzen Löcher funktionieren. Ja, vielen Dank. Dann können wir jetzt hier weiter und das von dem Illustris-Team. Eine Simulation. So, und das ist eben auch die Schwierigkeit,
dass wir auch auf der Theorieseite verstehen müssen, was erwarten wir denn, wenn jetzt wie viel dunkle Energie und wie viel dunkle Materie im Universum da ist, was erwarten wir denn, wie viel Galaxienhaufen es mit einer gewissen Masse denn gibt im Universum. Und wie gesagt, dafür müssen wir auch die supermassereichen schwarzen Löcher verstehen. Wo stehen wir jetzt mit Erosita? Was haben wir bisher gemessen? Auch in dieser ganz ersten Phase, bevor der Survey, der die Haupthimmelsdurchmusterung gestartet ist, hat Erosita auch ein etwas größeres Feld noch beobachtet. Und die Daten sind eben auch im Juni 2021 veröffentlicht worden. Also auch die Rohdaten. Und das sieht man hier. Auch eine Skala angegeben mit 2 Grad. Unten, wie gesagt, der Mond, der Vollmond hat ein halbes Grad. Das heißt, insgesamt sehen wir hier sowas wie 140 Quadratgrad, quasi ein Pilotprojekt für den gesamten Himmelsdurchmusterung, wo halt dieses kleinere Feld beobachtet, um zu sehen, ob Erosita tatsächlich auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das weiß man bei Weltraummissionen leider vorher nie. Da geht halt einfach oft was schief. Und was man hier sieht, ist eben ganz viele von diesen supermassereichen schwarzen Löchern, überall diese kleinen Punkte hier. Aber man sieht auch viele hundert Galaxienhaufen. Also sage ich Ihnen jetzt, dass man da viele hundert Galaxienhaufen drin finden kann, wenn man die geeignete Software darüber laufen lässt. Und hier einer der deutlicheren Galaxienhaufen ist jetzt hier auch etwas vergrößert mal gezeigt. In blau die Röntgenemission und in orange hier die optische Emission von den einzelnen Galaxien. Das heißt, die Schlussfolgerung hier ist, Erosita funktioniert super und die Vorhersage hier ist, dass Erosita ziemlich genau so viele Galaxienhaufen beobachten wird, entdecken wird, wie wir das vorher auch vorhergesagt haben, bevor Erosita gestartet ist. Also es sieht so aus, als würde das alles prima funktionieren. Das heißt, wie geht es dann jetzt weiter? Jetzt sind wir natürlich dabei, die Gesamthimmelsdurchmusterung zu analysieren, gucken, wie viele Galaxienhaufen finden wir da. Und ja, es sind da viele 10.000 Galaxienhaufen schon, Kandidaten, die wir da sehen. Schon rein nur in dieser ersten Himmelsdurchmusterung. Und es gibt ja 8 insgesamt dann am Ende. Und es ist klar, je mehr Galaxienhaufen wir finden und wir die Masse messen können, umso besser können wir die Eigenschaften der dunklen Energie eingrenzen. Vor Erosita gab es ca. 2000 Galaxienhaufen, die über ihre Röntgenemission entdeckt worden sind. Und mit Erosita erwarten wir eben 100.000 Galaxienhaufen zu entdecken. Also da haben wir schon viel bessere Statistik und erhoffen uns eben da sehr starke Einschränkungen an die dunkle Energie. Also dann nochmal zusammengefasst, also dunkle Energie ist überall. Dunkle Energie bewirkt, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnt und es hängt von der dunklen Energie ab, wie unsere Zukunft aussieht. Und leider wissen wir bisher nicht, was dunkle Energie ist, aber unter anderem eben durch Erosita. Erosita ist nicht das einzige Instrument, über das wir mehr über die Eigenschaften der dunklen Energie erfahren wollen, aber es ist eins der wichtigen. Durch Erosita werden wir hoffentlich bald mehr wissen und bald heißt in wenigen Jahren. Aber das funktioniert eben nur dann, wenn wir auch die schwarzen Löcher oder den Einfluss der schwarzen Löcher besser verstehen. Vielen Dank.